Mahlzeit Schlingels und willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserer Südtirol-Map im LS22. Ja, wir haben in der letzten Folge hier das Unkraut bekämpft und haben ein paar Fahrgassen nach Yogi-Art eingebaut. Okay, es war einfach Pfusch. Nennen wir einfach das Kind beim Namen, ne? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg mal Richtung Hof. Wir haben heute ein paar Hofarbeiten noch zu erledigen. Die Kühe wollen noch was fressen. Und wir könnten mal schauen, ob die BGA vielleicht schon läuft. Dort mal eine Balle reinschmeißen, damit wir zumindest wissen, dass die tut, wie sie soll. So, jetzt habe ich im letzten Video noch erwähnt, dass ich Probleme hatte mit der Düngestufe. Und zwar, das seht ihr jetzt auch hier wieder, okay, hier haben wir jetzt abgeerntet. Es sind halt ein paar Fahrgassen, ja, weil ich da drüber gebrettert bin. Aber bei mir sah das so aus, genauso wie hier. Ah, okay, jetzt verstehe ich das auch. Das war Unkraut, das wird jetzt wahrscheinlich dann hoffentlich irgendwann weg. Weil, wo ich gedüngt habe, habe ich nur das gesehen. Und dachte ich so, what? Das war grün und das hier. Aber okay, verstanden, verstanden. Das war alles mit Unkraut und deswegen hat man die Düngestufe nicht gesehen. Okay, notieren wir uns. So, machen wir hier noch einen Weg nach draußen. Und dann passt es für mich. Ja, das Feedback zur Gemeinde Talbau bisher eigentlich recht positiv, muss ich sagen. Klar, es gibt immer welche, oh, die Map ist zu klein, die Felder sind zu klein, die Felder sind zu quadratisch und. Aber ich sag's euch ehrlich, wie es ist, diese Map, diese Gemeinde Talbau, habe ich so für die Konsole nur gebracht, damit die Konsoleros auch was haben. Und ich hoffe, was Feines. Ne? Diese realistischen Spiele und so weiter, ich denke mal, das ist meine persönliche Meinung, die sind mehr am PC zu Hause und dort findet ihr mit Sicherheit ein besseres Angebot. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? So, machen wir das auch mal. Gut, das Navi können wir ausmachen. Dann können wir einmal den Schlepper mal reinigen, wenn wir eh schon dabei sind. Dass er auch mal wieder schön aussieht. So ein schönes Prachtstück, das muss gepflegt und gehegt werden. Schauen wir mal, wie wir das jetzt anstellen mit den Kühen. Ob ich da... Ob es da einen Ballenträger gibt, das weiß ich leider nicht. In dem Kuhstall. Probieren wir einfach, ne? Probieren geht über Studieren. Müssen wir nur kurz das Gewicht umtüdeln. Der klingt eigentlich auch nicht schlecht, ne? Also ich muss echt sagen, das Kubota DLC hat mich persönlich wieder abgeholt. Das gefällt mir gut. Auch klanglich. Ich bin halt mal so eine kleine, ich sag mal immer, Soundhure, Grafikhure. Habt ihr gut gemacht. So. Ich glaube, ich könnte da hier noch den
Zacken runternehmen auf 25%, dass ihr ein bisschen mehr hinrollt. So, dann schauen wir mal. Holen wir mal einen Grasballen aus der Hütte raus. Das ist eigentlich nur vorübergehend, bis wir uns soweit alles organisiert haben. Silage, Grassilage hätten wir ja schon mal. Die Frage ist, na klar, macht man TMR immer mit Mais oder kann man auch mit Grassilage arbeiten? Das wäre jetzt eine kleine Frage wieder an den Paul. Gut, sehr schön. Das geht soweit. Wunderbar. Jetzt habe ich dann klar den mittleren rausgenommen. Hätte ich den äußeren genommen, hätten wir jetzt zwei auf einmal nehmen können. Hier vorne müssen wir vielleicht ein bisschen abflachen. Dass wir da nicht ganz so heftig dagegen eiern. Hier diese kleinen Bodenwellen. Ich glaube, da müssen wir uns mal noch einen kleinen, oh, wie heißt denn das, Bodenrüttler organisieren. So, ich will da gar nicht so viel reintun. Die Gabel ist abgebrochen. Es ist nur so lang, bis wir eigentlich bereit sind für die TMR. Oder ich weiß nicht im aktuellen Moment, ob es funktioniert mit Grassilage. Aber dass wir die so lange über dem Wasser halten. So. Ansonsten steht ja hier hinten noch das Silo, wo wir dann auch befüllen wollen. So, dann wollen wir noch gucken, ob die BGA funktioniert. Wir haben nur noch 43.000 Euro. Ja, dazu müssen wir ein bisschen Geld reinprügeln. Es ist einfach schön, wenn es hier und da so ein bisschen holpert, ne? Der Schlepper so hier und da ein bisschen scheppert. So, wollen wir da mal noch ein kurzes Bild machen, wenn wir eh gerade so schön dran stehen. Irgendwie so schön mit den Kühen noch im Hintergrund. Herrlich. So, bitte lass es gehen. So ist das Foto auch umsonst. Natürlich. Soll es auch anders sein. Ich wollte es so schön hier abstreifen. So, lass mal gucken, ob der das frisst. Oh. Sehr schön. Unterproduktionen. Liter. Sind die Ballen so groß? Gut, und ich will eigentlich Gärreste behalten. Genau. Das passt soweit. Behalten, behalten. Okay, ich hoffe, das passt soweit. So, und dann brauchen wir nämlich auch nur Stroh, dass man auch ein bisschen Mist herkriegt. So, ich habe mir gerade noch kurz was gekauft und zwar wollen wir die Hühner ja auch noch füttern, damit wir das auch endlich mal zum Abschluss bekommen.
So gehen wir wieder in unseren kleinen Kubota. Ihr seht es hier schon stehen. Einmal das Hühnerfutter und den Big Bag Halter. So. Kriege ich den so los? Ja. Die Gebäude sind übrigens von M7A oder MA7, bin mir nicht mehr ganz sicher, von der Internetseite. Ja, da findet ihr auch. Also wenn ihr mit Google umgehen könnt, werdet ihr das auf jeden Fall finden. Muss ich das angucken? Ah ja, ich habe gedacht nur einhängen. Okay, so. Dann schauen wir mal ganz kurz, wo wir da füttern müssen. Das hier ist ja der Eingang. Schön wäre, na klar, wenn wir hier reinfahren müssten. Ich glaube, hier vorne sieht es eher aus, ne? Ja. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass es hier irgendwie Solaranlage sind. Und wenn ihr so vorbeilauft, dachte ich so, oh, könnte wirklich sein. So. Das ist doch mal ein entspannter Feierabend, ne? So, dann kriegen wir nämlich auch langsam aber sicher ein paar Eier an den Hof. Wie weit die kommen mit so einem Big Bag. Der Hühner. 1000 Liter, ja. Können wir schon auf jeden Fall auch noch ein bisschen was organisieren, was das Ganze angeht. So, und als letzte Amtshandlung will ich heute mal noch was versuchen. Ich kann nicht garantieren, dass es geht. Ja, ich mache das jetzt einfach mal mit euch. Probieren geht über Studieren. Und zwar habt ihr ja vorhin gesehen, dass ich geguckt habe, ist da was drin, ist nichts drin, keine Ahnung. Ich müsste die, glaube ich, noch anschalten. Aber egal, das lassen wir mal noch kurz zum Testen. Und ja, ich weiß, ich müsste ja nur hierher laufen. Aber was doch schön wäre, wenn ein Display da steht. So, und da gibt es nämlich... unter Tools habe ich das Klapp drin. Genau das hier. Digitalanzeige für die nächste Produktion. Ist ja eine Produktion, ne? Oder das Lager. Und das wäre doch jetzt cool, wenn das hier mir anzeigen würde, was da drin ist. So. So geil, es funktioniert. Ich liebe es. Silage 3500 Liter. Herrlich. Dann sehe ich das nämlich immer. Wenn ich hierher fahre, weiß ich, was drin ist. Klar, man könnte die Schrift jetzt noch alles ein bisschen größer machen. Ja. Weiß nicht, ob das geht. Aber ja, auf jeden Fall ein Fortschritt. Jetzt könnte man vielleicht noch überlegen, ob wir die weiter vorsetzen. Das würde ich, glaube ich, noch sogar bevorzugen. Kann ich die nochmal verkaufen? Ja. Und würde die gerne doch ein bisschen näher hier vorne haben. Ach, das ist wegen mir. Auch so ein leidiges Thema irgendwie, finde ich. So, guck mal, jetzt können wir das nämlich auch hier vorne platzieren. Da hinten ist irrelevant, ne? Müsste, glaube ich, gehen. Zack, so. Wunderbar. Guck mal, jetzt fahren wir nämlich immer hierher und dann sehen wir das, was da drin ist. So habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Schöner Abschluss zum Video.
heute. Ich bin eigentlich zufrieden. Es war eigentlich fast alles so geplant, gelaufen wie geplant. Wenn ihr Bock habt auf ein weiteres Video, lasst gerne ein Abo da. Es kostet nichts heute im Sonderangebot. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.